So, grüß euch und habe die Ehre zur neuen Woche, Farmvlog Nummer 105. Heute ist Mittwoch, 3. März, ja, genau. Jo, die Woche ist schon halb oder ist schon ziemlich am Gang und ich habe bis jetzt noch gar nichts gefilmt, weil es wieder mal nichts Interessantes für euch gehört hat oder mal nichts, was ihr jetzt schon gesehen habt. Gell? Und Montag war sowieso, ach, da war so Bürotag und Düngebedarfsermittlung und das ist genauso schlimm wie Buchführung. Oder diesmal war es sogar noch schlimmer, weil das ist, kommt jetzt das erste Mal, oder, dass wir das so auch machen müssen. Und da ist das ist so ein verwirrender und so ein Durcheinanderzweig. Und, aber ich habe es zwar noch nicht ganz hundertprozentig, aber fast. Also bin schon kurz vor Fertigstellung. Weil man muss das Ding ja fertig haben, bevor du das erste Mal beschnitten tust. Gell? Und das habe ich eigentlich jetzt noch, halt noch vor, weil es Ende Woche soll es wieder ein bisschen regnen und jetzt auf der Nordseite drüber, also wo jetzt eigentlich Südseite ist, wo es mehr nach, ist schon recht trocken, da kann man eigentlich schon fahren. Und das ist halt jetzt so, bevor ich wieder aus der einen Göllegrube das in die andere rumfahren müsste, ist der gescheiter, ich. Wenn ich es schon aufgeladen habe, ich fahre es gleich aus, oder? Und das geht jetzt noch gang. Aber das schauen wir erst einmal, wie es noch wird. Gell? Das war Montag, Dienstag, Vormittag auch noch ein wenig. Und am Dienstag haben wir jetzt noch da herinnen fertig gemacht. Und zwar schaut es jetzt so aus. So ist es jetzt fertig. Fertig geschindelt haben wir es. Gell? Da ist es so, ja, weil wie es. Ober am Rand mit so abgeschlossen und ja, da muss ich den Strom noch anstecken, einmal noch anschließen, das muss ich noch machen, aber sonst ist es fertig. Und schaut doch ganz geschmeidig aus, oder? Ist echt nett. Also, gefällt mir richtig gut, dieses, ja. Aber gut, das haben wir ja schon beim letzten Video auch schon gesehen, ist ja jetzt nichts Neues für euch oder für die, die mal regelmäßig schauen. Okay? Was ich jetzt da noch machen will, da ist, das hab ich das schon gesagt gehabt, ich weiß es nicht. Wir möchten noch ein bisschen Geländer auf die Terrasse rausmachen, weil da ist doch, da geht doch ein guter halber Meter Absatz runter und wenn da jetzt irgendwie mal kleine Kinder, jetzt gerade so wie da, oder, wenn die da nicht die Kante umhauen und sich dann irgendwie den Kopf anhaut oder sonst was und vorne ist es noch ein bisschen her, gell? Und darum haben wir gesagt, machen wir ein bisschen ein Geländer nach. Ein Geländer, es sollte nicht natürlich, das ist so ein Ding, gell? Also wenn man es komplett aus Holz zumacht, wäre eigentlich das eigentlich gut passen, aber das wollen wir nicht, wir wollen es ein bisschen offen lassen. Und jetzt kommt halt bloß Oberholz nach und der Rest soll mit so Edelstahl-Spanndrähts gemacht werden, dass es möglichst fein ausschaut und dass man es, wenn man jetzt von unten oder von der Seite her schaut, dass das. Ja, dass man einfach auch besser an die Wand anschauen kann. So soll das gemacht werden. Und das mache ich jetzt noch einmal. Oder fangen wir mal an. Gell? Was soll ich noch sagen? Weil, Ding, genau. Die Umfrage wächst der Kamera mit. Oder auf was ihr alles schaut, auf welche Geräte ihr schaut. Mit Handy, mit Tablet oder PC und Dingsbums und so weiter. Was ich eigentlich gefragt habe, wegen. Ob ich in 4K filmen soll oder nicht oder hin und her und das jetzt, ja. Und da ist jetzt Ergebnis, haben wir ja gesehen, die, wo alle abgestimmt haben, können sich das ja nochmal anschauen, wie es ist. Also so, ich glaube, wie war es denn? Es sind fast 3/4, wo auf dem Handy schauen und der Rest ist auf die andere verteilt. Gell? Ja, und auf dem Handy brauchst du kein 4K, weil auch wenn das Handy das anzeigen könnte, auf diesem kleinen Furzbildschirm siehst du es und so, kein 4K, da reicht Full HD locker leicht. Gell? Aber ist ja egal. Auf jeden Fall mache ich es jetzt einmal so. Das Video produziere ich jetzt mal in 4K. Die Woche lasse ich jetzt mal so laufen, mal alle 2 Wochen. Und schau mal, wie das so funktioniert vom Arbeitsablauf, von der Datenmenge und von halt allem einfach. Wie das hinhaut. Und dann sehen wir ja, wie es bei euch akut oder und ja. Oder ob es bei mir so, ob es einfach funktioniert. Und wenn es kein Problem ist, großartig, mein Rechner, der ist schon so halbwegs aktuell. Und der packt es schon jetzt von dem her, aber ob halt einfach das viele Daten einfach alles nur langsamer macht oder nicht. Aber das schauen wir einmal. Gell? Aber wie gesagt, jetzt müsst ihr dann normal in 4K schauen. Oder könnt ihr umschalten und ja, wie immer. So, gut, jetzt genug geschwätzt. Jetzt
mache ich dann dort da mal weiter. Gell?
So, so schaut es fertig aus. Locker, luftig, leicht und doch ein Schutz, dass da niemand runterfallen kann. Die Dinger muss ich noch abschneiden, dass das jetzt rumhängt, aber sonst tipptopp. Mal so weiter unten anschauen. Ja, genau so soll es sein. Man soll nichts vom Geländer sehen, man soll durchschauen können. Und genau das war der Plan. So war es der Plan. So, eine Seite gemacht, andere jetzt erst Mittag und noch eine andere Seite weiter. Ja? So, pünktlich zum Feierabend fertig geworden. Und so schaut es jetzt aus. Schaut her, oder? So von der Nähe. Ja. Da Löcher durchbohrt, einfach durch den Pfosten und da sind Spanner. Oder? Genauso auf der Seite. So schaut es ganz geschmeidig, schön fein aus. Ja? Ist was nicht da, aber fällt dir auf. Genau. Jo, das war's da. Und dann habe ich noch die Lichter montiert. Einmal da, einmal da. Steckdose, die habe ich schon weg gehabt. Schalter und das alles verklemmt. Und tada, es funktioniert sogar. Ja, aber ich habe es glaube verkehrt drum angeklemmt. Normal ist das anders drum. So ist normal aus und so ist auch. Scheißegal. Es juckt mich da. Ja, mein Elektriker, der macht es im Sommer dann noch. Geil, Thomas. So, gut. Ja. Dann würde ich sagen, ich rum mein Zeug auf und dann war's das für heute. Dann bis morgen, oder? Morgen wird's was gehen. Gell? Morgen. Jetzt haben wir Donnerstag, der 4. Gell? 4. März. Und ich habe jetzt einmal angefangen zum Schittern. Habe ich ja schon gesagt, dass ich das jetzt vorgehört habe. Heute ist noch ein richtig gutes Wetter. Morgen soll es regnen. Mal so ein kurzer Ding halt durchziehen, wo es schlechter wird. Ja. Und darum habe ich mir gedacht, fahre ich noch ein bisschen. Es pressiert zwar jetzt noch nicht so bei uns, aber. Ach, was weg ist weg, oder? Und da habe ich auch schon gesagt, glaube ich, oder? Auf der Nordseite, oder jetzt besser gesagt, also auf der anderen Talseite, da wo die Sonne schon mehr nah scheint, oder? Die Wiese, oder das Feld, oder wie auch immer. Warum sind wir denn so schätzt? Was habe ich denn eigentlich sagen wollen? Ja, die Wiese ist schon länger schneefrei und ist halt dann halt auch schon trockener zum Fahren. Und das geht eigentlich ganz gut zum Fahren jetzt. Wenn man das ja sieht auf der anderen Seite, ich weiß jetzt nicht, ob ich das vorne oder hinten angehängt habe, was ich jetzt schon gefilmt habe, wo ich einmal so Richtung Haus gefilmt habe. Da sieht man ja, oder? Ums Haus rum ist noch Schnee und alles und da brauchst du nicht fahren, weil solange Schnee ist und wenn der gerade erst frisch vergangen ist, das funktioniert nicht. Da gibt es einen Dreck und da ist es nass und alles. Nichts Gescheites. Gell? Und ja. Und darum auf der Seite da rüber, wo ich jetzt fahre, wo Bundesstraße ist, da geht es immer besser schon. Ich bin jetzt schon Vormittag gefahren, jetzt haben wir schon Nachmittag und ja, habe noch zwei, drei Fass zum Fahren und dann ist gut. Und dann lasse ich es auch gut sein. Weil, ja, weil wie gesagt, man muss nicht mit Gewalt aus. Weil die andere Wiese, wo ich habe, da ist immer noch wieder einmal ein bisschen Schnee drin gewesen und dann lassen wir es auch.
Jetzt weißt du, sich ist das. Gell? Jo. Ja. Was können wir wissen, wo gerade Neues? Ah, ja, doch, Ding. Unsere Ministerpräsidenten haben sich ja jetzt getroffen mit unserer Oberkapo-Frau. Frau Merkel, ja. Und was haben sie rausgebracht? Wieder nichts Gescheites. Lockdown immer noch weiter. Heieiei. Ich weiß nicht. Hey, jetzt sind wir seit Ende Oktober im Lockdown. Seit Ende Oktober keine Leute auf dem Hof, keine Vermietung, kein gar nichts. Und die machen neu drauf. Es ist zum Kotzen. Ja, also echt wahr. Da fragst du dich schon langsam. Aber ja. Was wenn wir jammern? Es bringt alles nichts, gell? Mit uns und Zuwasser sind. Und fragen uns nicht da. Ja. Also gut. Aber ja. Es ist einfach. Ich denke einfach, langsam ist es echt an der Zeit, gell, dass es mal anders wird. Ja. Aber scheinbar ist halt, die Zahlen gehen wieder auf so langsam und ja, scheiße. Naja, aber was nützt es, jammern? Aber trotzdem will ich jammern, weil es schon einfach scheiße ist. Hey. Jetzt haben wir, das ist ja schon seit Ende Oktober, keine Einnahmen aus der Vermietung. Hey. Und das bei unserem kleinen Furzbetrieb, wo auf das angewiesen ist. Gell? Also, ja. Und wir kriegen ja nichts. Habe ich glaube ich schon mal gesagt, oder? Wir kriegen nichts, keine Hilfen, gar nichts. Weil unsere Vermietung mit der Landwirtschaft zusammenläuft und da haben wir keine. Und da sind ja, das richtet sich nach der Umsätze, oder? Die Umsätze sind jetzt in der Landwirtschaft natürlich höher als wie im Ding. Und das wird halt da zusammengerechnet und das ist jetzt so viel und darum schaust in die Röhre. Ja. Scheiße. Jetzt könnt ihr beim Scheiße ein bisschen zuhören, Leute, dahinter. Komm, Gott ist so. Hinter der Donau aus, Leute. Ja. Wie der da mal anspritzt. Ja, was will ich machen, gell? Können wir bloß darauf hoffen, oder? Dass das mit der Impferei bald so hinhaut, dass jeder das kriegt, wo es will, oder? Und nachher, dass sich das hoffentlich dann alles ein bisschen entspannt, die ganze Lage. Und dann im Herbst und im Winter nicht nochmal der gleiche Zirkus kommt, weil das wäre dann nur fataler. Wer will denn das alles noch zahlen? Hey, das ist doch. Ja, genau, mal vorne raus, gell, nochmal. Diesmal fahre ich mit Frontlader. Weil ich keine Lust gehabt habe, weg zum Tour. Obwohl ich das ja normalerweise nicht mag, da mit dem Frontlader irgendwie in der Weltgeschichte rumfahren. Also, wenn es es braucht, kommt er weg. Aber, ja. Ich habe jetzt keine Lust gehabt. Wegen der ein paar Fass da, was ich da rumfahre, ich glaube, 7 oder 8 Fass sind das. Und wegen dem tue ich jetzt den halt weg. So, hinten haben wir schon fertig. Der Flut rutscht schon wieder ein bisschen. Da werdet ihr dieses Jahr noch mehr sehen und darum lassen wir es gut sein für jetzt und sehen wir uns morgen oder übermorgen noch mal ein bisschen vielleicht. Gell? Also dann, macht sie zu streng.
jetzt am Freitagnachmittag mal wieder in der Werkstatt. Und zwar haben wir ja jetzt gerade gesehen, die Diele, was ich da gehabt habe, habe ich jetzt gerade alles zugestreift. Also das sind 6er Diele gewesen, 6 cm. Und ich habe jetzt 6 auf 6 zugeschnitten. Und zwar, das gibt, na, das war noch Abfallholz vom Hinterbauboden. Oder? Und das sind so Abschnitte, 1,30 m, 1,40 m, je nachdem, so ein bisschen so lang quer. Und ja, habe eigentlich keine Verwendung für das Zeug gerade. Und jetzt ist mir aber eingefallen, eigentlich könnte ich mal probieren, aus der, aua, irgendwo angeeckt, aus der Pfähl zu machen, Weidezaumpfähl, also so leichte Pfähl, wo ja, zum Kiehaihaken sind oder zum Weidezaum nachmachen. Und da haben wir gedacht, das probiere ich mal aus. Es ist zwar nicht das Optimale, ich weiß es selber. Die Fichte, Xerge, der Dinger, die heben nicht lang, aber mei, wenn sie 3-4 Jahre heben, nachher ist auch gut, oder? Und ja, mal besser als gar nichts haben, oder? So ist es. Genau. Und so probiere ich das jetzt einmal aus. Jetzt habe ich es ja mal zugeschnitten. Und das nächste ist jetzt noch ablängen und einen Spitznahmacher und dann einen Isolator nachmachen. Isolator. Habe ich das mal selber mal. Hat mein Ding gerade dabei gehabt. Und mit der Einschraubhilfe, oder? Zack. Aber zeige ich euch nicht gleich. So, jetzt tun wir erst einmal hinter absägen, der Kopfmacher hinter und der Spitznahsäger. Also, da könnt ihr dann mal schauen, wie ich das mache. So schaut es jetzt aus. Ganz normal. Ober an Kopf ein bisschen eine Phase außenrum macht, dass wenn man sie reinschlägt, oder dass sie jetzt gleich verfranzelt außenrum, dass sie auch wieder den Tent nehmen kannst und einfach einen gescheiten Zug hast drauf. Und da Spitze ist klar, oder? Sollte im Boden, also angespitzt im Boden reinhauen, tue ich es jetzt nicht. Ich habe zwar Kraft, aber so viel jetzt auch wieder. So, und, oder? Und das nächste ist noch Isolator einschrauben. Und das machen wir jetzt so. Wurschtel ich da schnell an. Können wir da oben schnell zuschauen, oder? Habe ich jetzt gemossen. 20 cm von oben. 20 cm von oben. Lassen wir mal schauen, wie schaut es schnell. 20 cm von oben, also theoretisch einfach so weit, wie man unter den Neihaut. Eben Boden, 80 bis 85 ist dann der Draht oben. Und das ist so das gängige Maß, wo jetzt so kaufte Pfeile auch haben. Und von dem bin ich jetzt einfach ausgegangen. So, jetzt probieren wir mal den da. Oh, der wilder Hund. Ist auch ein wilder Hund. So, schöner Oberdreher. Und so schaut der Bursch jetzt aus. Oder? Zack, zack. Sollte funktionieren. Ja, ich denke schon, oder? Ich stelle jetzt mal auf die Seite. Ein paar Jahre werden sie schon heben. Ja, wie gesagt, das ist jetzt Fichte, ist für das jetzt so ideale. Da wäre natürlich Lärcheholz perfekt für sowas. Gell? Aber ja, Hobbit, das Holz, was da ist, hat nichts gekostet. Ist eigentlich jetzt bloß Abfall in dem Sinn. Und so ist der Abfall, wenn ich es noch sinnvoll verwerte. Gell? So, ich mache jetzt da noch weiter. Und fürs Video wird es das jetzt quer sein, weil morgen tun wir noch unseren letzten Lohnschnitt noch machen und da würde ich jetzt auch nichts mehr filmen, weil das haben wir jetzt schon zweimal gesehen und ja, das brauchen wir jetzt hier nochmal. Gell? Und darum sage ich das mal auf, wenn es vielleicht kürzer ist, ein bisschen. Ist ja wurscht, anderes Mal gibt es wieder mehr. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und
Viert euch und habe die Ehre. Bis demnächst. Halt, was ist denn das Gewehr? Wir haben mir da die falsche Musik eingespielt. Das ist nicht mein Sesselieter. Aber etwas soll ich noch sagen wollen. Und zwar, Mike, alte Hitte, alles Gute zum Geburtstag heute. So, und jetzt kommt meine Musik. Also, nochmal, los geht's.